Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind wieder unterwegs mit Inge Burch. Ja, Inge Burch, die alte Boxerin, verprügelt mich hier schon. So, lasst gerne mal ein Like, ein Kommi und ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Ja, wäre cool. Wenn nicht, kein Bock, aber trotzdem da lasst. Wenn ihr keinen Bock habt, lasst trotzdem da, würde mich freuen. Wenn ihr es trotzdem nicht macht, mir egal, bin ich gar nicht bockig. Nee, du sowieso. So, ich hab da was gesehen, aber ich denke, wir müssten noch ein Stück weiter höher. Wie hoch bist du denn da oben gegangen? Ganz nach oben. Ja, aber ich würde vielleicht das Dach... Hau ab! Ich würde vielleicht das Dach abbauen wollen. Och, ich komm da nie hoch. Und dass wir uns höher bauen, die Höhe finde ich... Von hier, wo deine Luke ist, die finde ich ganz akzeptabel. Für unser Vorhaben. Das Stein, ne? Oh. Nee, das ist Metall. Das ist ein Zombie. Ja, der kommt hier nicht der hoch. Der kommt angerannt. Ja, der ist neugierig, was er hier machen. Dachdecker arbeiten, nachts Ruhestörung. Mhm. Der will sich beschweren jetzt. Ich wollte gerade sagen, der beschwert sich jetzt. Ja. Der kotzt gleich richtig ab. Hey. Ich hab mal auf dem Dach geguckt. Ist 1:30 morgens. Da könnt ihr hier nicht auf dem Dach arbeiten. Doch, können wir. Und wir tun es. Ach, Hunger habe ich auch schon wieder. Das kann nicht sein. Du frisst und frisst und frisst in dem Spiel, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich muss mal gleich gucken, ob ich noch irgendwie einen Skillpunkt habe. Man hat auch irgendwie nichts, was so lange anhält, finde ich. Ja, ich will mir nach Möglichkeit. Ich habe jetzt. Also wir haben zweimal... Ja, mit dem Blocker. Sortier dich erstmal und rede dann. Okay. Ich habe zweimal Steaks gebraten. Für jeden eins. Das könntest du probieren. Nein. Cool. Sag mir, wie es dir gemundet hat. Ja, gut, bestimmt. Da sind halt nicht mariniert, ne? Ist ja in Natur, Natur. Ist der Zombie jetzt tot, weil der da in unsere Fallen gelaufen ist? Ja, wäre gut möglich. Kann aber auch sein, weil die Fallen sind ja nicht überall. Es kann auch sein, dass er um die jetzt erstmal rumläuft und sich an der Stelle durchprügelt, wo noch nichts ist. Ich habe ja erst so 1,5 Seiten Stacheldraht. Ja, aber ich sehe den, ich höre den auch nicht. Das liegt daran, dass ich hier so einen Krach mache. Nee. Ich höre den immer noch nicht. Nee. Ja. Der war hier hinten. Ja, möglicherweise ist er tot. Tot. Tot, ja. Nochmal. Nochmal tot. Gestorben. Das ist ja ärgerlich. Da hast du aber auch ein Pech, ne? Stirbst? Du willst jetzt ernsthaft vor diesem Tag jetzt das Dach abbauen, oder was? Was ist denn, wenn wir es nicht zusammengebaut kriegen wieder? Ja, was heißt denn vor dem Tag? Wir haben Tag 7. In der nächsten Folge ist Blutmond. Ja, deswegen sage ich ja. Wenn wir es jetzt nicht richtig zusammenbauen, dann haben wir aber Arschkarte, wenn das Dach offen ist. Ja, ich baue da direkt wieder an, wo wir jetzt abbauen. Mhm. Alter, da bin ich doch Fuchs. Mhm, Kumpel bist du da, Kumpel. Kumpel, da bin ich Kumpel. Ja, wir müssen halt noch... Hör mal, ist das hier, welche Wand ist denn das hier? Oh, das ist schon die Wand. Ist das Dach oder Wand? Ich nehme erstmal den hier weg. Alter, ey. Das so richtig ist, was du hier machst. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, das davon kann, ganz schön viel. Ja, aber das kann gut werden. Kann man das hier eigentlich auch abkloppen hier? Diesen Turm? Oder braucht man den irgendwann? Diesen Funkmast? Ja. Nö, den kannst du weghauen. Wir müssen halt auch noch die Stangen hier zu Holz machen, ne? Die noch nicht fertig sind. Mhm. Müssen wir, das dürfen wir nicht vergessen. So, warte mal, ich will einmal hier die Höhe anzeichnen. Ja. Warte mal. So, wie hoch ist denn das hier? 1, 2, 3, 4.
Ich könnte noch Ausdauer. Würde man da die Decke reinziehen, hätten wir echt einen großen Raum. Und dann gehen wir höher und dann auch in die Breite beim nächsten Raum. Was war das? Da unten. Links. Oh ja. Ein Kriecher und irgendwas anderes. Der hat ja lange gebraucht, um da rumzukommen. Ja, ich bin auch etwas. Hat sich bestimmt verkrabbelt. Ja, man sieht. Mensch, ich muss ja links rum, schon rechts. Man sieht ja nicht so viel von da unten, ne? Mein Navi. Mein Navi ist kaputt. Scheiß, Tom. Keine Marken nennen hier, hallo. Schleichwerbung. Nee. Hi, hast du gehört? Hi, ja, stimmt, die ruft die ganze Zeit Hi. Ich sollte sie begrüßen. Oh, der Kriecher ist schon bei uns im Garten. Hi. Oh, ich muss nachladen. Hallöle! Die war wohl müde. Hallö mit Ö. Die war wohl müde. Die hat sich schlafen gelegt. Naja, ist ja auch schon spät, ne? Wir haben es 1:30 morgens. Kann ja nicht jeder fit sein. Der hat erstmal Hi gesagt. Der hat sie erstmal vorgestellt. Hi, ich bin der Kai. Hi, ich bin der Kai. Ah. Also jetzt war ich unten. Jetzt hätte ich einmal essen können. Ja. Das hier für ein Schmarrn. Der hat auch 500 HP. Diese schmale Latte. Ich bin hier gerade bei 10.000. So. Hier ist der Boden. 1, 2, 3, 4 Decke. Wie viel hast du HP? Um das abzubauen? Ja. 10.000, bin schon bei 8.000. Wow. Ich gehe mal einmal kurz was essen. Ich werde hier noch nervös sonst. Kartoffelpflanze. Warte mal, ich habe Angst, dass ich hier was kaputt mache. So. So. Oh, wir haben nur einen Samen aus der Kartoffelpflanze gekriegt diesmal. Mhm. Das ist ja nicht gut. Mhm. Das ist ja ein Ding. Das ist ja eine Bucht. Das ist ja frech. Das ist ja frech, ja. Wir haben noch Kürbissamen einen. Dann pflanze ich daneben Kürbis erstmal. So. Soll ich die Kartoffeln gleich fertig machen? Ja. Beispiel eine gebackene Kartoffel. Oder ich kann auch hier und dann auf Rezepte. Kartoffelsaat kann ich. Okay, kann ich nur das machen. 8. So. Mit U. Ich versuche jetzt mal so ein Steak. Mhm. Das ist aber lecker. Aber das stellt auch kaum Appetit wieder her. Deswegen sage ich jetzt. Achso. Also hält lange an oder was? Nee, also es macht wenig satt, meine ich. Oh Gott, ey. wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich jetzt sagen, was will er jetzt? Ist der doof? Ich wusste aber, was du sagen willst. Nur bei dir im Kopf war das ein bisschen anders. Ich habe keine Ausdauer, ey. Oh. Kann ich hier irgendwelche Skillpunkte noch machen für Ausdauer oder dass ich nicht so einen Hunger habe? Wo habe ich denn hier eiserner Magen? Nee, kann ich nicht. Ab wann kann ich denn das machen? Steht hier nicht mit bei, ne?
Achso, ab Level 3. Standhaftigkeit Level 3? Standhaftigkeit? Die Standhaftigkeit, das muss ja irgendwie sowas sein, ne? Kann ich hier Stand? Nö. Okay, dann raff ich das nicht. Aber ich habe sowieso keine Punkte. Ist egal. So, ich muss meine Axt auch gleich wieder reparieren. So. Cool. Ich hoffe, mein Arm ist heile bis zum Blutmond. Das heißt, ich müsste den vorzugsweise, den muss ich ja auch gleich stabil machen, ne? So vielleicht? Da müsste ich den eigentlich gleich mit Kieselstein und optimalerweise wäre Zement verbessern. Kiesel. Und Betonmischung. Zement. Weiß gar nicht, was ist denn davon jetzt richtig? Brain of Car. So. Betonmischung. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, das erstmal unten zu machen, aber dann können wir hier nicht hochbauen, ne? Jo. So. Die Betonmischung packe ich erstmal. Oder nee, wenn ich die Ecken fertig habe. So, und wir wollten ja, wenn hier ist der Boden. 1, 2, 3. Psst! Geh da runter! So, warte mal. 1, 2. Kannst du besser zählen, ne? 1, 2, 3, 4. Dann wäre hier die Decke. Ja. Na gut. Es ist so frech, dass ich schon wieder Hunger habe. Und läuft. Oh, das Ding muss ja auch weg, ne? Der Typ und Ausdauer. Das ist echt kein Sportler. So. Und also Ausdauer ist echt Mangelware. Da müsste man wirklich was machen. So.
Da bin ich wieder. Hallo. Ja, ich hatte einen kleinen Zwischenfall. Habe ich mitgekriegt? Ja, ja, da bin ich ja aufmerksam. Ja, bitte aufmerksam, bitte, sag du. Bin ja voll aufmerksam. Da bist du sonst nie. Was hast du gesagt? Ich habe nicht zugehört. Da bist du sonst nie. Hat mich schon bald angelogen. Jetzt habe ich mit der kleinen Axt vorgearbeitet und es reicht nicht. So, geh mal später. Muss erstmal hier, muss ich was essen. Ah, oh, das ist doch. Eine Ausdauer. Ich habe noch hier Kartoffeln gemacht, ne? So. Was hält jetzt an lange an da? Gar nichts. Nee, leider nicht, leider nicht. Ich hatte aber auch, was hält denn lange an? Wir haben doch jetzt schon voll viel gesammelt, ey. Ich denke mal, du kannst ja so eine Sache machen wie eiserner Magen. Ich habe das schon einmal gelevelt. Und dann kriegst du nicht mehr so schnell Hunger. Und, wenn du Standhaftigkeit Level 3 hast, was auch immer das heißt, dann kannst du den Magen nochmal leveln. Die Katze macht schon wieder nur Blödsinn, ne? Katze? Ja. Macht die? Ich weiß es nicht. Ist Hanni oder Lou? Naja, Hanni natürlich. Ja. Und ein noch, dann habe ich die Holzlatte weg. Wunderbar. Immer noch Durst. Ich habe doch eben getrunken. Und Hunger habe ich auch noch. Sophie, ey. Ich habe doch gerade eine Kartoffel gegessen. Du bist eine Kartoffel. Du bist eine Kartoffel. Du bist eine Kartoschka. Du bist eine Bodenfrucht. Meine Güte, das dauert hier aber. Das Abbauen? Ah. Ja, ist herrlich, ne? Mhm. Herrlich. Herrlich, herrlich. Vor allem, wenn du keine Ausdauer hast. Vor allem, wir reißen jetzt das Dach ab, anstatt dass wir erstmal beigehen und diese Holzstängel verstärken. Du wolltest das Dach abreißen. Ja. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Hm. Werden wir sehen. Wir bereiten uns echt extrem schlampig auf den Blutmond vor. Ach, egal. Man könnte den Tag noch einmal nutzen, um looten zu gehen vielleicht. Mhm. Das macht ja keinen Sinn, ne? Mm-mm. Was willst du denn looten? Naja, findest du nur Munition oder so? Schießt dir im mm-hmm. Fuß. Mm-hmm. Dann bist du noch eingeschränkt, während du mit den Zombies kämpfen musst. Sowieso. Ich meine körperlich eingeschränkt. Sowieso. Körperlich, geistig eingeschränkt. Das ist purer Optimismus. Genau das, was ich hören will vom Blutmond. Wusste ich doch. Das ist die Einstellung zum Sieg. Ich bin ja. Kacke. Ich meine ja dich damit. Achso, ja, gut. Ist ja nicht du gelogen. Du bist Kacke. Ne? Ist nicht gelogen. Ja, ich weiß, ich lüge ja nicht. Bitte? Hast du gerade gelogen? Nein. Das kenne ich gar nicht von dir. Ich bin nass. Warst du duschen? Mir ist ja eben ein kleines Malheur passiert. Hast du eine kackert? Ja, aus Schreck. Hast du gepupst und da kam was mit? Nein. Warte, ich filme. Du weißt ja, ich wollte gerade sagen, du weißt ja, wie Kinder das machen. Nein. Um zu gucken, ob sie eingeschissen haben. Das ist doch voll der geile Move. Oh. Deine Axt ist kaputt. Dass ich drei davon habe. Du läufst mit drei Äxten rum. Ja, weil ich immer welche heile mache und mit, dann habe ich die, wenn ich da zum Beispiel Bäume und so mache. Na gut, ich habe auch die Stufe 3 Axt für
viel Holz, also große HP, und die kleine habe ich für Kleinigkeiten. Hä, wie kann ich denn die Steinaxt auf 3 machen? Ich habe die Feuerwehraxt, die ich dir mitgebracht habe. Ach so, ja, die kann ich irgendwie nicht aufwerten. Diesen Knüppel, ja. Du meinst reparieren? Ja. Kann ich die Axt nicht? Doch, du musst aus der Kiste, von den 4 Kisten oben links, ist so eine rote, so ein roter Werkzeug. Aber warum muss ich das immer nur bei der machen? Weil die aus Metall ist, denke ich. Also du weißt es nicht. Doch. Hat dich jetzt aber nicht so überzeugend angehört. Was? Wie kannst du sowas behaupten? Ah. Ich muss erstmal was essen gehen, ey. Okay. Bon Appetit. Was du hier gemacht hast. Versuch das, ja. Steak. Hä? Wo ist das? In der Essenskiste, ganz oben links. Hast du schon weggepackt? Ja, ja. Ganz oben links, Essen war doch immer rechts unten. Ja, aber in der Kiste, ganz oben links. Also unten rechts die Kiste, ganz oben links der Slot. So doof bin ich nicht. Also really, ey. Wie kann man denn so hohl sein wie du? Ich bin so doof, ich heiße Patrick. Ja, das passt auch zu dir. Ingeborg, ist da die große Grabe? Nee. Ich hau mir mal einen Kaffee rein. Du bist sehr hungrig. Deine maximale Ausdauer wurde verringert. Ja, danke dafür. Ist das Whisky? Hier. Und ich bin schon wieder runtergefallen. Weil ich mein Näschen kratzen musste. Frühstück, Ingeborg. Gib Kartoffeln. Ich bin erstmal satt. Bist du sicher? Ja. Ich habe jetzt 5 Kartoffeln gegessen. Oh, wird schon wieder hell. Ja. Und jetzt trinke ich auch noch was. Gönn dir. Hau rin. Oh, geht gleich viel schneller hier. Was hast du? Mehr Ausdauer. Diesen Knüppel. Ach so. Ach, du hast ja Metall. Ich habe Kaffee getrunken. Ich hab ja, so und ich habe Kaffee. Ja. Oh, und ich habe Kaffee getrunken. Geh weg, ich will das alleine machen. Geh. Was machst denn du da? Das ist eine Spitzhacke. Eine Bühne oder was? Nein, das ist die Außenwand. Muss ich ja den erst aufwerten, ne? Machen Sie das mal, Herr Willis. Ich hab keinen Beton mehr. Das ist ja jetzt schlecht. Ach, in deinem Dings nicht drinne. Na, Beton, nicht Steine. Hey, ich hab doch erst voll viel Beton geholt da, oder nicht? Nee. Beton machst du aus Zement, aber dafür brauchst du einen Betonmischer und wir haben keinen. Für einen Betonmischer brauchst du Motorenteile und fortgeschrittener Ingenieur musst du leveln. So viel weiß ich. Das ist ja schon ein bisschen, was du weißt. Ja, ja. Liegt bestimmt am Kaffee hier, ey, dass du durchstarte gerade. Das kannst du haben. Kaffee ist ja, ich glaube, der ist ausdauerfördernd und sättigt auch gut. Der hat 24 Wassereinheiten. Du hast nicht genug Ausdauer. So, Papa bringt noch ein Brötchen mit, hat er gesagt. Von der Tänke. Für die Kinder. Ja, du bist doch gar nicht da, Alter.
Was, nur weil ich arbeiten bin, kriege ich nichts zu essen? Das ist aber frech. Naja. Ja, oder ich mache das erstmal aus Stein, aber ich weiß nicht, ob ich später hier wieder rankomme. Obwohl, in der Höhe, ich glaube, Stein ist da okay. Ja. Wunderbar. Oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt, den ich verwenden kann, aber ich weiß nicht, was ich leveln soll. Ich habe gerade ein Level abgehabt. Ich weiß nicht, was ich leveln soll. Jasmin. Ingeborg. Karl-Heinz. Ich weiß nicht, was ich leveln soll, Ingeborg. Du weißt noch einiges, ne? Ich habe schon wieder Hunger. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, das kommt vom Arbeiten. Wir sollten Rente beantragen. Ach Gott. Was hast du gemacht? Alles zerstört. Du hast es kaputt gemacht. Jo. Warum hast du das getan? Ich bin stolz drauf. Schwanger. Schwanger? Hm? What? Boah, schon wieder 10.000, ey. Vor allem mit dieser kleinen Popel-Axt. Das geht schnell. Ja. Mit dem Dings geht das auch nicht schneller. Ach, jetzt kommen hier wieder diese komischen Stänkchen, die da weg müssen. Stänkchen. Ich glaube, wir haben insgesamt noch eine Folge, die wir bauen könnten, und dann kommt schon der Blutmond. Ein Plan, du. Das ist aber... Jetzt wird spannend. Also jetzt geht's auf ein Finale zu. Finale. Oh. We are a loser. Bau hier mal eine Lampe ab. So. Der Sonnenaufgang. Und Nebel. Wird ganz schön neblig. Habe ich gar nicht mitgekriegt hier im Arbeitsbahn. Kriegst du was mit? Im Arbeitsbahn. Naja. Arbeitswahn! Jasmin? Ja, Patrick, was wünschen Sie? Ingeborg. Ja, Karl-Heinz. Ingeborg. Im Arbeitswahn. Ja, dann kloppen wir hier alles schön kaputt. Deine Axt ist auch kaputt. Alles geht hier kaputt. Die Bude geht einen Bach runter. Renovierungsarbeiten. Zum Fall für Tine Wittler. Ruf doch mal an dabei, RTL. Mhm. Die haben hier ein bisschen Zeit, unser schickes Eigenheim hier neu zu machen. Mhm. Meinst du, das lohnt sich nicht, sich da zu bewerben? Da ist so viel Dünnschiss im Gespräch. Es wirkt so. Merkt man gar nicht, ob da was. Gucken jetzt. Was beim Telefon? Der obere. Okay. Was willst du tun? Kennst du den? Ich würde sagen, dass wir unten vielleicht zumachen sollten. Hab ich? Nein, also für immer. Ich sag gar nichts mehr. Für immer, meine ich. Ja, habe ich letztens doch schon gesagt, dass ich die Tür da unten zumachen würde. Und wie willst du denn das hochkommen? Loch. Reinkommen? Ja, du hast gesagt, eine Leiter.
Richtig. Oh, meine Axt ist schon wieder so weit runter. Das ist keine gute Qualität, was du da gekauft hast. Oh. Hey, ganz schnäppisch. Mann, oh Mann, das ist aber auch ein Aufwand hier. Mann, oh Mann, batibitibi. Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, Mann, oh Mann. Ja, jetzt. Mann, oh Mann. Neuzchen. Wir müssen auch bei Gelegenheit nochmal das Wasser auffüllen, wa? Wir müssen alles. Ja, das ist... Sieht jetzt nicht so geil aus. Ist hier noch Wasser drin? Nö, auch nicht. Oha. Oha. Ja, oha, Patrick. Ich nehme mir mal die letzten zwei Wasser. Wenn, na toll, wenn die ist ein Scheißer. Wenn die Alete sind, müssen wir neues Wasser holen. Alete kotzt das Kind. Alete? Ja. Alete kotzt das Kind. Kennst du nicht die Alete, Kinderbrei? Nee. Hä? Ist das für Kinder? Hm. Alete. Alete ist so alle. Allgemein bekannt. Wieso haben wir hier ein Loch drin? Hallo? Bitte? Verarsch mich jetzt? Mit was? Mit Alete. Nein, kenne ich nicht. Hey, bist du doof? Ist doch alle. Du bist gleich alle. Es kann nicht sein, dass einer so ein alltäglich gebrauchtes Wort wie Alete als sein Firmennamen... Alete Babykeks. Das gibt's nicht. Doch, Alete. Also ist der alle. Da haben wir sogar Babybrei gemacht. Otto, ey. Und hat der uns geschmeckt? Oh, Jasmin. Was willst du von mir? Ich halt den Knabbel. Ah! Aha. Bist du abgestürzt? Nee, ich hab den Kürbis abgebaut. Ach, bist du doof. Warum? War der schon fertig? Nö. Na, bin mit du der hast Axt, keine Ahnung davon. Bin mit der Axt aus Versehen reingehauen. Ja, ja, aus Versehen, ey. Das war jetzt aber, ja, gut. Der wächst jetzt wieder von vorn, ne? Nur, dass du da auch involviert bist in dem Geschehen. Ich hab ihn ja nicht abgerissen. Ich hätte ihn ja so lange wachsen lassen, bis was dran ist. Das müssen wir doch auch wegnehmen hier. Das muss auch weg. Das können wir da nicht lassen. Nee? Nee. Nee? Nee. Nee. Alete, kotzt das Kind. Miau. Ich geh mal in die falsche. Ich hab ja einen Skillpunkt, ne? Ich glaube. Kann ich mir nochmal den Kaffee nehmen hier? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob Kaffee jetzt so gut ist. Weil. Na, ob wir den noch brauchen können. Da ist nur noch einer. Ja, eben drum. Wir haben auch noch Kaffeepulver, den, Bohnen. Ja, trink den. Wir bauen noch. Kaffeebohnen, Salz. Ja, wir haben doch alles da. Wo hab ich den. Du weißt das jetzt auch nicht auf Anhieb, ne? Hier Landwirt. Was? Nee, weißt du also nicht. Was für ein Landwirt? Ja, genau. Berger, Hauptader, Schädelbrecher, Donnerbüchse. Immer Nebliger hier. Gut, vom Landleben. Nee, das ist Sammler. Resistent gegen Witterung, hart. Durchlässige Namen, Wanderer. Habe ich denn das gelesen? Was? Es gab hier, du konntest ein Level, also einen Punkt investieren in, so wie vom Landleben quasi, dass du denn, verdopple die Ernte von wilden oder angepflanzten Feldfrüchten, fertige Samen und Blumen von der Goldrute.
Habe ich vielleicht schon gelevelt, was ich dachte? Dann weiß ich nicht, wo ich erstmal investieren soll. Dann lasse ich das erstmal. Lieber warten als falsch investieren, ne? So. Ich kann ja gleich zumindest schon mal Wasser holen. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Toll, Ingeborg. Ja, Harald. Jetzt ist das im Eimer. Nee. Noch nicht. Aber gleich ist das im Eimer. Du bist gleich im Eimer. Ingeborg, Ingeborg, Ingeborg. Wo soll das nur noch mit dir hinführen, Ingeborg? Leck mio her. Junge, Junge. Hier war ja noch ein Loch. Mit so vielen Löchern kannst du nicht um, wa? Nee. So. So. Ich bin schon fast einmal rum. Da nicht mehr rauf. Passt das von der Höhe? Ich habe keine Rahmenform mehr. Rahmenform. Machen wir 59. Den und den. Ich meine, letztendlich ist wäre jetzt egal gewesen, wenn wir höher gegangen wären. Weil wir ja sowieso noch eine Etage draufsetzen wollen. Du Affe. Affe. Du hast doch einer eine Marmel. Du. Richard. Stricher. Micha. Hast du mich Richard genannt? Micha. Stricher. Micha? Micha der Stricher? Ja. Das gibt's ja nix. Das gibt's ja nix. Das gibt's ja nix. Da. Ich glaube, aufwerten werde ich mit den Klauenhammern, was mich ein bisschen ärgert. Ich komme nicht in die Ecke. Denn später. Denn. Ich hätte das gerne später aus. Ja, egal, wir machen es aus Stein. Aber ich kann den nicht abwerten, dann sieht das doof aus. Oh. Ja, Patrick, das sieht doch ganz doof aus. Ja, die Leiden eines Mannes, ne? Schlampige Handwerksarbeit. Hm. Also. Ja, das habe ich damals auf der Baustelle auch schon mal gesagt, weißt du? Oh. Ich stehe hier ein bisschen. Ich hab schon wieder Hunger. Ich habe auch schon die ganze Zeit Hunger. Nee. Meine gute Axt ist kaputt. Jetzt muss ich wie so ein Vollspacko mit der kleinen Steinaxt hier arbeiten. Wie der letzte Loser. Was nimmst du so? Eben habe ich den großen gehabt. Ja was, ich bin gleich bei 900 schon. Ich habe keine Ausdauer, ey. So, gleich geschafft. Ey, das hast du super gemacht, Ingeborg. Was brauchten wir nochmal für Reparaturkits? Kleber und so? Okay, jetzt haben wir hier nochmal Glas. Hier haben wir nochmal 19 Glas. Da
Reparaturkit. Geschmiedetes Eisen und Klebeband. Okay, das heißt. Achso, nee, ich war ja drinnen. So. Geschmiedetes Eisen. Hat doch nicht gedauert hier. Oh, 5. Sollte passen, ne? 5 Stücken. So. Und Klebeband. Da haben wir. Also super. Fällt mir nichts mehr zu ein. Du was? Du hast dein Wasser in unsere Mischkiste gepackt. Hä? Ja, ich habe Wasser immer zum Trinken zum Essen hingepackt. Da waren 4 Wasser drin. 4, Jasmin. Nee. 4. Ich habe noch nicht mal Wasser. Das warst wahrscheinlich wieder du. Du hast nämlich gestern auch einiges woanders reingepackt. Jetzt bin ich hier wieder der Übeltäter. Dann habe ich das da auch reingepackt und dann sagst du, das ist falsch. Genau wie Knochen, die waren auch doppelt in anderen Kisten. Habe ich erstmal umgepackt. Ja. Ich habe gar kein Wasser hergestellt. Eierkopf, ey. Du brauchst gar nicht so in die Kamera komisch gucken. Mit Rechtsklick kannst du stärker zuschlagen. Ja und? Was bringt mir das, wenn ich keine Ausdauer habe? Ja, aber kannst ja mal versuchen, wenn du Ausdauer hast. Ja, weiß ich. Das ist beim Schlagen auch. Und das sagst du mir nicht, wenn du das weißt? Hä? Ja. Kann ich ja nicht wissen, dass du das nicht weißt, ne? Warte mal, ich brauch mal 17 Nitrados. Geht bei mir gar nicht. Gammelfleisch. Das. Und Lehm. So. Machen wir mal 4, wenn es geht. So. Nitrado. Lehm. Und Jammelfleisch. Jammel? Jammel. Was bist denn du für ein Sprecher hier? Jammelfleisch. Ich erweitere jetzt unser Beet. Das ist natürlich wichtig. Damit wir nie wieder Hunger leiden müssen. Ja. Wir gehen sowieso dann morgen drauf. Aber Hauptsache, die Kartoffeln sind gesät. Ja, wir haben leider nicht genug zum Einpflanzen, sehe ich gerade. Na, das ist sowieso morgen wieder hinfällig. Ja, ja. Wir bräuchten viel mehr Samen. Mhm. Oh, scheiße. Warte mal. Noch einer? Den mache ich jetzt aber nicht, oder? Nee. Warum denn nicht? Nee, nicht nochmal 10.000 hier. Ey, jetzt habe ich 2 so eine Dinger gemacht. Sei doch mal nicht so. Nee, am Arsch. Ich habe jetzt Kaffeebohnen auch mal eingepflanzt. Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? 43. Wollen wir einen. Ich habe 42 im Kopf gehabt. Wollen wir ein Ende fassen? Ja. Dann würde ich nur noch diesen einen Block hier abhauen. Bin sowieso gerade wieder durstig. Und die eine Stange hier. Und den hier, dann haben wir die Seite durch, weißt du? Eigentlich haben wir nur noch diese eine Seite hier. Rick, halt dir deine Hände. Meinst du, das dauert zu lange? Wir sind bei 44. Ich habe Hunger und Durst. Ja, meine auch. Nur Hunger. Durst nicht so. So. Hä? Ich wollte gerade sagen, wo bist du denn jetzt? Ich musste einmal kurz was trinken. Alter, mein Zeh zuckt voll. Der so kaputt ist, weißt du? Ja. Vom Nerv, Alter.
Hast du gehört, wie männlich ich geschrien habe beim Zuschlagen? Wie so ein Mädchen, ey. So, einen haben wir noch. Wie so ein männliches Mädchen. Ein männliches Mädchen. Ja, wunderbar. Wunderbärchen. Dann würde ich sagen, den Rest machen wir dann nächstes Mal fertig. Ne, nächstes Mal ist ja schon fast Blutmond, ne? Ja, wie oft noch, ey. Oh, ja. Nächstes Mal wird so spannend. Übernächstes Mal. Ich weiß es nicht. Und wir haben die Stangen noch gar nicht weitergemacht. Oh. Ja, egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Bauphase muss halt auch sein, gehört dazu. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, mach's gut. Tag 7, Zeit 8.15 Uhr. Steht da oben. Ja, wir sind jetzt kurz vorm Blutmond. Nächste oder übernächste Folge kann es losgehen. Unser erster Blutmond. Ich bin mal gespannt, wie wir uns anstellen. So. Komm. Nicht weiter schnacken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss. Oh, ich hab Hunger.